Zweige verbrennen, kommen wir nicht weit. Bestenfalls 5 Kilometer. Die Ölhunde haben jede Menge Diesel, einen ganzen Kesselwagen voll. Wenn wir das Tor leise öffnen, können wir ihn stehlen. Im Moment sollten nicht viele Wachen da sein. So wie eben, oder was? Kannst du unsere Männer führen? Kann ich. Dann machen wir das. Jelmak, Krest, ihr bereitet die Aurora vor. Füllt den Kessel mit Wasser und macht die Tanks der Autos leer. Okay. Artyom, Damir, ihr übernehmt den wichtigsten Teil. Den Kesselwagen stehlen. Na, war ja klar. Jawohl. Viel Glück, Leute. Danke. Und damit herzlich willkommen erstmal zurück zu Let's Play Me Too Exodus. Anna, Idiot, Tokarev. Wir brechen das Lager ab, Leute. Okay. Denk dran, deine Ausrüstung zu überprüfen, bevor du aufbrichst. Ja, ich würde gerne auf jeden Fall mal neue Munition herstellen. Dazu müsste ich aber erstmal... Da wird garantiert keine Verhandlung mehr möglich sein, wenn wir so, wie wir gerade aufgeräumt haben dort. So. Kann ich nicht in die Lok rein, damit ich in den... Oder kann ich da... Geht das nicht? Kann ich nicht in die Lok rein, um mal den Tisch zu nutzen? Ich suche nämlich den die Werkzeugbank. Aber ich würde ja gerne irgendwie mal... Wir werden sie durch den ganzen Waggon führen müssen. Sollten sie. Unsere Pumpen taugen nicht viel, bauen nur wenig Druck auf. Daher erwarte ich keine Längs. Artyom, wir machen uns bereit zum Aufbruch, aber etwas nagt immer noch an mir. Erinnerst du dich an das zerlegte Schiff, von dem ich dir erzählt habe? Ich muss ständig an die Sklaven denken, die sie dort gefangen halten. Meinst du, wir können sie noch befreien? Wenn nicht wir, wer dann? Ich bin diesen Sand so leid. Ich kann es kaum erwarten, von hier zu verschwinden. Ich auch. Also, du hast alles im Griff. Unnötige so viele Einzelteile. Ich sogar Rohre. Und sie stammen auch noch aus Moskau. Das kann nie schaden. Warte mal. Obwohl, ich brauche gar nicht in die Lok. Ich kann ja jede meiner Dings machen. Geh weg, ich brauche da irgendwie jetzt gerade die... Definitiv, machen wir. Ach, komm schon, wir reden hier von Artyom. Der Mann ist aus Stahl. Hört man doch, wenn er geht. Aber trotzdem, halt da draußen besser die Augen offen. Die Kavallerie wird natürlich rechtzeitig da sein, aber geh keine unnötigen Risiken ein. So, Munition ist da. Und wir sollen da lang. Also, eigentlich nur geradeaus. Quasi. Gut. Na dann auf. Ja, wir könnten eine zweite Lok bauen. Aber wir hatten nicht genug Teile, um die erste an der Wolga zu reparieren. So. Damir, kommst du? Bin ja schon wieder hin. Hallo. Nun, man kann nicht alles vorhersehen. Ja. Das Damir müsste, oder müsste das Damir sein, glaube ich, oder? Jo. Nee, ist nicht Damir. Was ist denn Damir? Können wir los? Das ist auch nicht da mir. Was ist denn da mir? Okay, die bauen hier ab in Ruhe. Ich weiß da nicht. So, dann machen wir uns mal auf. So langsam in Richtung nächste Gebiet. Gut, ich dachte, wir werden jetzt die Möglichkeit auch da mir zu holen, zu rekrutieren, aber schauen wir nicht mehr. Okay.
brauchen vor allem mal ein Auto. Scheiße. Der LKW ist leider leer. Der auch. Ich brauch fucking Auto, Alter. Lass mich raten, der ist auch leer. Ja, der ist auch abgeschlossen. Ja, dann super. Dann gehen wir zu Fuß halt weiter. Ich hab kein. Was ist denn überhaupt mein. Ne, mein Auto ist auch nicht da, ne? Doch, da hinten. Und hier ist er mir, okay. Oder? Artyom! Ja. Jul und ich werden bald aufbrechen, also kannst du dich ausruhen, deine Ausrüstung überprüfen und nachkommen. Wir treffen uns dann bei ihrer Basis. Okay, dann fahren wir mit dem Transporter. Alle Mann zuhören! Der Baron ist verpisst den Mordaffe! Also gut, alle aus der zweiten Reserve am Bohrturm versammeln! Na gut, dann machen wir uns mal auf. Ja, ich gucke mal auf die Karte gerade, weil wir jetzt mal in die Richtung müssen. Eigentlich alles gehabt. Geradeaus durch. Na gut, dass wir Hilfe von Jule und Damir haben. Also wir sind nicht ganz alleine die ganze Zeit. Na gut, dann machen wir uns mal auf. Jo, weiter geht die Reise. So, ist eine Abzweigung, geradeaus oder abbiegen? Geradeaus, okay. Eieieiei. Das war natürlich nicht der Plan, mit dem Auto dahin zu kommen. So scheiße, wie ich schon hatte. Ja, wir sind voll wieder drin im Kampf. Wo bist du denn überhaupt? Ja, super. Tot. Denn? Leute, Mist! Wir stecken die Schweinehunde haben einen von uns erwischt! Ja, nicht nur einer noch. Zwei haben wir mittlerweile tot. Geh mal nicht auf den Piss, Alter. Ich weiß, dass da oben noch immer einer rumchillt. Ja. Ja.
Und den hole ich mir da oben auch noch gleich. Ja. Nimm das, du Miststück! So, die Beine mal kurz wegnehmen. So. So. Haben wir jetzt Ruhe oder wie sieht das aus? Mal kurz, was auch immer das ist, Alarm oder was auch immer das ist, ausmachen. So, die haben, wenn man auf irgendwelche dummen Ideen kommen. Krieg ich die aus, ja. Nein, krieg ich nicht. Das ist gut, wir haben ein bisschen Luft gerade, uns mal hier umzugucken. Dann mache ich auch mal das Licht da oben aus, bevor der irgendwie auf die Idee kommt, uns da ein bisschen auszuleuchten, was auch immer das. Moment. Oder kriege ich den Scheinwerfer nicht aus? Kann ich. Ah, hier ist noch was mitnehmen. Wunderbar. Neue Bauteile. Boah, Alter. Yep, yeah, 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 Schweinebacke. Sagen da, freundlicherweise. Wir müssen dieses Scheißding nicht auf den Kopf fallen. Nee, wir wissen nicht. Solange es kein befeuerter Hut zum Abfluss gibt. Gib mir mal den 16er. Hey, Leute, was ist das in dem Durchgang? So. Der. Wir sind hier fest! Hör mal! So. Der dritte hol ich mir auch noch schnell weg! Fang die Granate! Komm gar nicht so weit. Was Interessantes gewesen, dass ich hier ein Knöpfchen drücken müsste oder so. Nehmen die Chemie-Dings mit. Oh, das sind Scharfschützen oder so. Die könnten uns ein bisschen Ärger machen. Und so, zack, zack, zack. Okay. Weiter geht die Reise. Ich muss gerade mal ein bisschen mich.
Kommt der selber her oder soll ich da jetzt hingehen? Jetzt Frage, wo kommt der her? Ich hab keine Angst vor dem Scheiße. Der ist tot. Jetzt ist er tot. Der ist tot. Die Schweine haben ihn erwischt! Hierher! Er ist geschlachtet! Scheiße. So. Ich hab den Dreckskerl im Visier. Sind doch noch einige. Diese Ananas, du Schweinehund! Oh, oh! Da sollten wir rausgehen. Oh, Alter. Puh. Gut. Du Arsch. Dafür wirst du heftig bezahlen, du verdammte. Ja, aber mal, schauen wir mal, ne? So. Scheiße, die haben doch so ein, haben tatsächlich auch noch so einen Dicken mitgenommen. Verdammt. So, ob wir den Dicken töten bekommen oder nicht, töten können oder nicht, sehen wir im nächsten Part.